Das nächste Thema, meine Damen und Herren, befasst sich mit Vorkommnissen, die aktuell sind, die gerade gestern erst stattgefunden haben. Es geht um Frankfurt, um die Demonstrationen, um die Ausschreitungen anlässlich der Eröffnung und Einweihung der neuen EZB-Zentrale. Blockupy hatte demonstriert, hatte protestiert, es gab Gewalt von Seiten der Demonstranten, wohl auch von Seiten der Polizei. Es gab Bilder von brennenden Autos und insgesamt ein sehr, sehr großes mediales Interesse für diese Ereignisse. Demonstranten aus verschiedenen Ländern Europas waren eingetroffen, um gegen die Politik der EZB und der Troika zu demonstrieren. Jetzt also die Debatte. Erster Redner ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Am 18.03.2015 fand von 11 bis 14 Uhr die Eröffnungsfeier des Neubaus der EZB statt. In diesem Zusammenhang waren zahlreiche Demonstrationen angemeldet worden. Bereits im Vorfeld konnten an den Grenzen zahlreiche Veranstaltungsteilnehmer festgestellt werden, welche aus der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Griechenland und Italien anreisen. In einem Reisebus aus den Niederlanden wurden Gegenstände, die als Wurfgeschosse genutzt werden können, sowie Schlagwerkzeuge beschlagnahmt. Bereits in der Anreisephase am frühen Morgen stellte die Bundespolizei massive Gleisüberschreitungen von bis zu 400 Personen fest, welche durch Einsatzkräfte unterbunden wurden. Im Zusammenhang mit den angemeldeten Versammlungen und Aufzügen kam es im Stadtgebiet zu massiven Ausschreitungen. Seit 5.30 Uhr waren mehrere größere gewalttätige Gruppen im Stadtgebiet unterwegs. Mehrere Straßen und Brücken wurden zeitweise blockiert und Barrikaden errichtet, die teilweise in Brand gesetzt wurden. Es kam zu massiven Angriffen auf Polizeibeamte mit Steinen und Pyrotechnik. Darüber hinaus erfolgten zahlreiche Inbrandsetzungen von Fahrzeugen, darunter auch Einsatzfahrzeuge der Polizei. Teilweise verfügten die gewalttätigen Demonstrationen über Schutzbewaffnung. Etwa 80 Einsatzkräfte wurden durch die Freisetzung von ätzenden Flüssigkeiten bzw. Reizgasen verletzt. Die Störer setzten in der Folge Schutzmasken auf und schützten sich vor den Gasen. Es erfolgte auch ein Angriff auf die Polizeistation. Die Polizei setzte mehrfach Wasserwerfer und Pfefferspray zur Lageberuhigung ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten durch Störer massiv behindert und mit Steinen attackiert. Meine Damen und Herren, das ist die nüchterne Sprache eines Polizeiberichts. Faktisch war es aber viel schlimmer. Die Gewalttäter haben gestern eine Schneise der Verwüstung durch die Frankfurter Innenstadt gezogen. Autos brannten, Blockaden wurden errichtet, dunkle Rauchsäulen stiegen in den Himmel. Am ersten Polizeirevier zündeten Vermummte drei Streifenwagen an und warfen Pflastersteine auf das Polizeigebäude. Pflastersteine wurden gezielt auf Polizisten geworfen. Die Gewalt hat gestern ein Ausmaß erreicht, wie es zumindest Frankfurt noch nie erlebt hat. Mich hat vor allem das Ausmaß der Verrohung, was wir gestern erlebt haben, tief erschüttert. Die vorläufige Bilanz ist verheerend. 150 Polizeibeamte wurden verletzt, einige davon schwer. 55 beschädigte Dienstfahrzeuge, 7 weitere in Brand gesetzt. Eine Polizeistation wurde angegriffen, mehrere U-Bahnen wurden entglast. Das ist so ein Ausdruck aus der Szene, den ich schon empörend finde. 293 Platzverweise wurden erteilt. Gegen 26 Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Gewalttäter machten auch vor gänzlich Unbeteiligten nicht Halt. Zahlreiche Ladengeschäfte, Arztpraxen, Wohnhäuser wurden demoliert. Der öffentliche Nahverkehr musste komplett eingestellt werden. Selbst vor einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge, ein Kolpinghaus, hat die blinde Zerstörungswut der Randalierer nicht Halt gemacht. Hier findet Gewalt nur noch um der Gewalt willen statt. Von politischer Auseinandersetzung kann da überhaupt nicht mehr die Rede sein. Gezielte Stein- und Flaschenwürfe auf Polizeibeamte, brennende Fahrzeuge und Straßenbarrikaden haben mit dem Recht auf Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun. Diesen Gewalttätern fehlt jeder Respekt vor Leben oder Gesundheit. Polizistinnen und Polizisten werden von ihnen entmenschlicht, zu Hassobjekten gemacht. Wer so handelt,
missbraucht seine Freiheitsrechte und überschreitet ganz klar die Grenze, die wir im Rechtsstaat bereit sind zu tolerieren. Aber damit nicht genug. Das katastrophale Geschehen ist gestern auch noch öffentlich gerechtfertigt und verharmlost worden. Ein junger Gewerkschafter aus dem Südwesten relativiert das Geschehen. Ich zitiere: Die symbolische Gewalt, für die ein Auto in Flammen steht, ist doch nichts verglichen mit der strukturellen Gewalt unseres Wirtschaftssystems. Ich kenne diese Sprache aus den 70er Jahren. Die kommt mir sehr bekannt vor. Selbstverständnis für die Randalierer wurde eingefordert. Der Blockupy-Sprecher Christoph Kleine kritisierte den, ich zitiere, massiven Polizeieinsatz, den Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas. Und selbst das ist nicht alles. Man müsse, so sagt er, eine andere Geschichte erzählen. Die Geschichte der Menschen, die den Mut gehabt hätten, sich diesem Gewaltapparat auszusetzen. Zitat Ende. Das ist absolut inakzeptabel, meine Damen und Herren. Solche Äußerungen. Solche Äußerungen kommen auch aus dem politischen Bereich. Wenn da etwa eine Politikerin der Partei Die Linke die gestrigen Krawalle mit dem Maidan in Kiew vergleicht, macht mich das fassungslos. Solidarität ist hier wirklich fehl am Platz. Ich erwarte von den Linken und Frau Kipping-Gräth, die auch eine, wie ich finde, problematische Äußerung, die vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen ist, gemacht hat. Ich erwarte hier und heute von den Linken eine klare und unmissverständliche Distanzierung von dieser Gewalt und jeder Art von Verharmlosung ohne jede Hintertür. Das gilt auch für die Organisatoren des Blockupy-Bündnisses. Auch sie sind mitverantwortlich für das, was gestern geschehen ist. Und diese Verantwortung muss hier klar benannt werden. Das Blockupy-Bündnis beruft sich nun offiziell darauf, dass die gewalttätigen Ausschreitungen nicht Teil der Planung waren. Ulrich Wilken, hessischer Landtagsabgeordneter der Linkspartei und Anmelder der Proteste, sagte, er sei betrübt. Er habe sich den Mittwochvormittag anders gewünscht. Andererseits habe er aber auch großes Verständnis für die Wut der Menschen, die von der Verelendungspolitik der EZB betroffen seien. Ich sage Ihnen, das war nicht spontane Wut, das war geplante, seit Monaten geplante, kühl kalkulierte Gewalt. Sehen Sie, wir haben gehört aus Lautsprecherwagen vor Demonstrationen folgende Musik mit folgenden Textteilen, die hat man nicht spontan dabei, sondern die wird mitgebracht. Ich zitiere: Wir sind kampfbereit, bis an die Zähne bewaffnet. Zitat Ende. Wenn man so Demonstranten beschallt, muss man sich nicht wundern, wie die Reaktion ist. Auch die Beschwichtigungsversuche der Blockupy-Organisatoren vor Ort sprechen ihre eigene Sprache. Ich zitiere auch aus einem Lautsprecherspruch: Hört auf, mit Gegenständen zu werfen. Das trifft unter Umständen die eigenen Leute in den ersten Reihen. Das verschlägt mir die Sprache, muss ich Ihnen sagen. Der gestrige Gewaltexzess kam nicht aus heiterem Himmel. Die Sicherheitsbehörden hatten Hinweise darauf seit langem, dass die linke Szene diesen Anlass nutzen will, um Gewalt auszuüben. Auch das Ausmaß der Gewalt spricht dafür, dass solche Aktionen seit langem geplant waren. Deswegen können die Veranstalter auch heute nicht so tun, als hätten sie das überhaupt nicht gewusst. Schon der Name Blockupy verheißt nichts Friedliches. Das ist eine Kombination des Deutschen und des Englischen, eine Kombination von blockieren und besetzen. Ich finde, das hat mit friedlicher Demonstration auch ziemlich wenig zu tun. Meine Damen und Herren, wir leben in einer wehrhaften Demokratie. Und das heißt, dass sich unser Staat verteidigen darf und verteidigen muss, wenn er und seine Bürger angegriffen werden. Wenn Sie ein Auto anzünden, in dem zwei Polizisten sitzen, dann reden wir nicht über Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Wutbürger. Wir reden hier vielmehr mindestens von versuchtem Totschlag. Der Tod von Polizisten wird hier billigend in Kauf genommen. Jeder dieser Angriffe war ein Angriff auf unseren Rechtsstaat, auf jeden Bürger dieses Landes.
Alle, die sich dabei missbräuchlich auf Freiheitsrechte berufen, müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaats rechnen. Als Mitglied des Deutschen Bundestages, und wir alle sind es hier, ist es heute an uns, jedem Versuch der Rechtfertigung von allen Fraktionen eine klare und unmissverständliche Absage zu erteilen. Und es sollte uns eine Lehre sein für zukünftige Ereignisse wie G7 oder anderes. Wehret den Anfängen. Verharmlost nicht Gewalt, macht nicht gemeinsame Sache mit Gewalttätern, bietet ihnen keinen Schutz, rechtfertigt es nicht. Es gibt in unserer Demokratie, aus welchem sozialen Protest, aus welchem Grund auch immer, gegen nichts und niemanden irgendeinen Grund, Gewalt anzuwenden. Das muss Konsens in diesem Hause sein. Ich will schließen mit einem Dank und einer Anerkennung in Worten für alle eingesetzten Polizisten, Feuerwehrleute, THW-Helfer und andere Rettungskräfte. Die Bundespolizei hat im bahnpolizeilichen Bereich allein 1.000 Polizeibeamte eingesetzt. Die Polizei des Landes Hessen wurde insgesamt von über 5.000 Polizisten aus nahezu allen Bundesländern unterstützt. Hinzu kamen 700 Kräfte der Bundespolizei. Noch während des Einsatzes wurden weitere Unterstützungskräfte aus dem gesamten Bundesgebiet mobilisiert. Meine Gedanken sind bei den Polizisten von Bund und Ländern, die unter Einsatz von Leib und Leben nicht nur die EZB, sondern vor allem die Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt geschützt haben. Meine besondere Anteilnahme gilt den zahlreichen verletzten Polizisten und ihren Angehörigen. Wir alle haben die Bilder. Wir alle haben die Bilder von gestern im Kopf, und wir sind uns hoffentlich parteiübergreifend einig. Wir verlangen verdammt viel von unseren Polizistinnen und Polizisten. Sie verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung für die Arbeit, die sie für uns alle und unseren Rechtsstaat leisten. Vielen Dank. Soweit Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Ihm antworten wird jetzt für die Linksfraktion deren Vorsitzende Katja Kipping. Sie ist nicht Fraktions-, sondern Parteivorsitzende. Bitte um Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. de Maizière. Das Wort zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete Heike Hensel. Bevor es in der Debatte weitergeht, jetzt erstmal eine Kurzintervention. Heike Hensel aus der Linksfraktion, die angesprochen war. Frau Präsidentin, Herr Innenminister, Sie haben ja indirekt meinen Tweet von gestern aber nur erwähnt und eben nicht im Original zitiert. Und deshalb möchte ich es noch mal tun, weil Sie haben ihn nämlich interpretiert, wie viel in der Presse. Und ich habe wortwörtlich geschrieben, Stimmungsmache der Presse gegen Blockupy. Auf dem Maidan in Kiew waren Rauchschwaden für die Presse Zeichen der Freiheitsbewegung. Und hier kommen wir nämlich zu einer grundsätzlichen Diskussion. Ich habe die Berichterstattung. Könnten Sie bitte zurückkommen? Liebe Kollegen, lassen Sie doch Frau Hensel ihre Rede. Sehr bezeichnend für Sie. Demokratisches Grundverständnis. Ich habe die Berichterstattung über Gewaltanwendung verglichen. Und hier gibt es eben Doppelstandards. Und Sie erinnern sich alle, auf dem Maidan in Kiew wurden brennende Barrikaden gebaut. Wir hatten Schlägertrupps des rechten Sektors mit Stöcken, die gegen die Polizei vorgingen. Wir hatten Häuser, die in Brand gesetzt wurden. Und Sie sind Politiker der CDU und Grünen sind dorthin gefahren. Die Presse hat darüber berichtet und diese Gewalt verharmlost. Und deswegen haben wir Doppelstandards in der Berichterstattung über Gewalt. Und das geht nicht. Und deshalb ist auch Ihre Empörung, die Sie hier äußern, nicht glaubwürdig, weil Sie selbst diese Doppelstandards haben. Und ich kann nur sagen, ich lehne die Gewalt in Frankfurt ab, wenn sie von Demonstranten, Demonstrantinnen ausgeht. Ich lehne sie in Kiew ab.
und ich lehne die Gewalt auch von Polizei, von Polizisten ab, die gegenüber Demonstrantinnen ausgeht. Und wir haben über 200 verletzte Demonstrantinnen. Und da würde ich, lieber Herr Kauder, auch gerne mal ruhig sein, weil wir haben bei Stuttgart 21 jetzt eine Verurteilung eines Polizeipräsidenten zu einer Geldstrafe, weil er verantwortlich war für den Einsatz von Gewalt. Also müssen wir über Gewalt generell sprechen und sie ablehnen und nicht nur von einer Seite. Wir müssen alle Gewalt verurteilen und nicht nur von einer Seite. Herr Dr. de Maizière, Sie haben die Möglichkeit. Herr Gensel, war das jetzt die Antwort von Bundesinnenminister de Maizière? Frau Abgeordnete, Sie haben mit Ihrer Kurzintervention sämtliche Vorwürfe, die ich vorgetragen habe, selbst bestätigt. Deswegen spricht das für sich, und ich muss es nicht im Einzelnen noch mal wiederholen. Aber eins muss ich wirklich als Bundesinnenminister und sicher auch im Namen aller Innenminister der Länder sagen, dass Sie hier so tun, als würde von Polizeibeamten, wenn Sie die Demonstrationsfreiheit sichern, Gewalt anwenden, weise ich für alle Polizistinnen und Polizisten dieses Landes zurück. Ja, meine Damen und Herren, es verspricht eine interessante Debatte zu werden. Das war die Kurzintervention von Heike Hensler aus der Linksfraktion und die Antwort darauf vom Bundesinnenminister. Nun geht es weiter in der eigentlichen Debatte. Katja Kipping für Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich denke, es ist gut, dass wir uns heute hier die Zeit nehmen, um über die gestrigen Ereignisse zu reden. Und ich möchte aus Sicht der Linken dazu Folgendes sagen. Jeder Verletzte, und das gilt gleichermaßen für Verletzte von Seiten der Polizei wie für Verletzte auf Seiten des Protestes, ist ein Verletzter zu viel. Unsere Anteilnahme gilt allen Verletzten. Das Aktionsbündnis Blockupy hatte sich auf einen Aktionskonsens verständigt. Dieser sah ausdrücklich vor, dass von den Massenblockaden keine Eskalation ausgeht. Leider haben sich nicht alle, die gestern nach Frankfurt kamen, an diesen Konsens gehalten. Autos anzuzünden, Wartehäuschen zu demolieren, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Und das war auch nicht Teil der Massenblockaden, zu denen Blockupy aufgerufen hat. Diese Blockaden, und das bewerte ich im Ansatz anders als Sie, Herr de Maizière, diese Blockaden wollten vielmehr mit Mitteln des zivilen Ungehorsams, aber gewaltfrei die Eröffnung der EZB symbolisch blockieren. Auch in dem Bewusstsein, dass sie dafür wahrscheinlich weggetragen werden oder polizeilich, also oder man rechtlich gegen sie vorgeht. Solche Blockaden haben in diesem Land eine längere Tradition. Denken wir doch nur einmal an Heinrich Böll, der 1983 in Mutlang auf einem Hocker saß und dann weggetragen wurde, als er sich an einer Sitzblockade gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen beteiligte. Oder denken wir an die Blockaden anlässlich von Castor-Transporten, an denen beispielhaft an einzelnen Atommülltransporten für den Ausstieg aus der Atomenergie geworben wurde. Am Ende hat dieser Bundestag sich diesem Ziel angeschlossen. Ohne die mutige Anti-Atom-Bewegung wären wir vielleicht nicht so schnell zu dieser Erkenntnis gekommen. Gemeinsam mit vielen Kolleginnen war ich gestern als parlamentarische Beobachterin bei den Blockupy-Protesten dabei. Wir haben uns vielerorts für Deeskalation eingesetzt. Und wir haben, wissen Sie, natürlich war Die Linke dabei. Und glauben Sie nur eine Minute lang, es wäre sozusagen besser gewesen, wenn wir dort nicht für Deeskalation unterwegs gewesen wären. Wir haben außerdem einen deutlich anderen Eindruck von den Protesten gestern über den gesamten Tag gewinnen können. Der übergroße Teil der Menschen, die gestern nach Frankfurt kamen,
wollte entschieden, aber gewaltfrei gegen Austerität und für ein anderes Europa demonstrieren. Und davon zeugten viele selbstgemalte inhaltliche Schilder, Reden auf Kundgebung, Straßentheateraktionen, ja, und am Ende eine friedliche Demonstration von 20.000 Menschen. Ziel war, angesichts der EZB deutlich zu machen, dass die Eröffnung des Luxusbaus eben kein Grund zum Feiern ist, sondern zum Protestieren. Und für diesen Protest gibt es gute inhaltliche Gründe, und über diese Inhalt gehört gesprochen, denn Sie waren das Verbündende bei den Blockupy-Protesten. Die EZB steht als ein Teil der Troika für die bisherige Krisenpolitik. Und gestern berichteten viele Menschen, junge Menschen aus Krisenländern, von den verheerenden Folgen der Troika-Politik. So erzählte ein Podemos-Mitglied davon, dass infolge der Krisenpolitik es zu 1 Million Zwangsräumungen in Spanien gekommen ist. Das heißt, 1 Million Familien, darunter viele Familien mit Kindern, müssen sich jetzt ohne eine sichere Bleibe durchs Leben schlagen. Ja, Austerität, das heißt für viele Menschen in den Krisenländern unsoziale Verarmungspolitik und wird somit zur materiellen Gewalt. Aber die Gewalt hat davon abgelenkt. Ein Plakat mit dem Slogan, Entschuldigung, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung des Kollegen Weiler von der CDU-CSU-Fraktion? Herr Weiler, bitte. Kipping, hallo? Ja. Frau Kipping, eine parlamentarische Beobachtungsgruppe, das gibt mir jetzt ein bisschen zu denken. Also parlamentarische Beobachtungsgruppe hat für mich einen offiziellen Anschein. Können Sie mir die Frage beantworten, ob der Parlamentspräsident oder einer seiner Stellvertreter Sie als parlamentarische Beobachtungsgruppe beauftragt hat, diese Demonstration zu beobachten? Wir hatten gestern Plenumstag. Das heißt, der Abgeordnete ist eigentlich verpflichtet, dem Plenum beizuwohnen, und Sie fahren nach Frankfurt und schauen da den Demonstrationen zu während einem Plenumstag. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass Sie dann dem Plenum nicht beiwohnen konnten, weil Sie in Frankfurt den Demonstrationen zugeschaut haben. Jetzt noch mal die Frage: War das von einem der Parlamentspräsidenten bzw. Stellvertreter genehmigt? Also ich möchte nicht haben, dass sowas einen öffentlichen Anstrich hat, wenn er nicht öffentlich ist. Frau Kipping, bitte zur Antwort. Ich finde, Ihre Frage ist bezeichnend, wie viele Aussagen, die wir getroffen haben, von Ihnen auch wieder vollkommen verzerrt und sozusagen wiedergegeben werden. Wir sind nicht als eine parlamentarische Gruppe hingegangen, sondern wir haben uns als gewählte Parlamentar, ich habe gesagt, können Sie noch mal zuhören, wir waren als parlamentarische Beobachterin unterwegs, und als gewählte Parlamentarier ist es unser Recht, das Gespräch mit Menschen zu suchen. Ich weiß, dass gestern viele Leute auf uns zugekommen sind, wenn sie uns in den Westen erkannt haben, froh waren, dass sie Informationen loswerden konnten, wo es Probleme gab etc. Und wir haben natürlich versucht, in Situationen, wo es eskaliert, zu vermitteln, um weitere Verletzte zu vermeiden. Auf jeden Fall haben wir uns über den gesamten Tag direkt vor Ort einen Eindruck gemacht und sprechen hier nicht nur unter dem Eindruck von einigen sehr, sag ich mal, schrecklichen Bildern. Ein Plakat mit dem Slogan „Austerität tötet“, wie man es gestern zu sehen bekam, das mag jetzt nicht in jedermanns Geschmack sein. Aber wer einmal gehört hat, wer sehr die Selbstmordversuche von Jugendlichen in Griechenland im Zuge der Kürzungsauflagen zugenommen haben, der versteht vielleicht die Verzweiflung hinter diesen Worten. Die Frage ist nun, wie gehen wir mit den Blockupy-Protesten um? Sicherlich, man kann die Gewaltübergriffe einiger nutzen, um die gesamten Proteste zu delegitimieren. Aber wollen wir wirklich einer kleinen Gruppe von gewalttätigen Trittbrettfahrern die Definitionshoheit über den Protest von 20.000 Menschen überlassen? Es gäbe auch die Möglichkeit, sich für einen anderen Umgang zu entscheiden. Wie wäre es damit hinzuhören, was junge Menschen aus den Krisenländern zu berichten haben? Vielleicht könnte man beim Hinnehmen, Hinschauen wahrnehmen, dass sich diese Proteste eben nicht auf einige schreckliche Bilder reduzieren lassen, sondern dass eine neue Generation in Europa auftritt, die sich klar gegen Rassismus und gegen Nationalismus ausspricht. Dass da eine neue Generation heranwächst, die aus tiefster innerer Überzeugung Europa leben möchte als grenzüberschreitendes Projekt, die aber unter den Auswirkungen der herrschenden Europapolitik leidet. Sie müssen das heute nicht eingestehen. Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich für die heutige Debatte ein anderes Drehbuch im Kopf.
Aber vielleicht könnte beim Hinhören über die Berichte aus den Krisenländern ja bei dem einen oder anderen doch die Erkenntnis wachsen, dass sich ein weiteres so in Europa verbietet. Und vielleicht könnte die Erkenntnis wachsen, dass Europa nur eine Chance hat, wenn es wirklich sozial und demokratisch wird. Vielen Dank. Soweit Katja Kipping für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Johannes Kaas für die SPD. Nächster Redner in der Debatte, Johannes Kaas für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass der Bundesinnenminister hier eben ganz klar gesagt hat, was man von dem gewalttätigen Teil der Demonstration zu halten hat. Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das, was da gestern in Frankfurt gelaufen ist, war inakzeptabel. Irgendwelche irren Vollpfosten, die Gewalt ausüben gegen Polizisten, gegen Sanitäter, gegen das THW und andere, sind niemand, den wir inhaltlich politisch ernst nehmen müssen. Das sind schlicht und einfach Zustände, die wir nicht akzeptieren. Und diese Menschen sind einfach nur ein Fall für die Justiz. Und ich glaube, dass das dann auch entsprechend passieren sollte. Selbstverständlich gehört unser Dank auch allen denjenigen, die da gestanden haben und dafür gesorgt haben, dass diese wehrhafte Demokratie auch wirklich wehrhaft ist, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen, die dort waren, die Anwohner und andere geschützt worden sind. Ich halte das alles für inakzeptabel, und wer das gestern verfolgt hat, weiß, dass man sowas in Deutschland weder dulden noch unterstützen sollte. Deswegen ist das, was die Linke in den letzten Tagen zu diesem Thema zum Besten gegeben hat, heute konnten wir das ja teilweise auch wieder hören, obwohl man ja merkt, dass sie zurückrudern, einfach nur peinlich. Ich glaube auch, dass wir alle wissen, wie ihr Verhältnis ist. Man weiß ja auch, mit wem sie ansonsten demonstrieren. Deswegen ist das für uns weder ein Anlass, darüber nachzudenken, ob die Politik falsch ist, sondern es ist schlicht und einfach so, dass wir alle wissen, dass das, was gestern Vormittag gelaufen ist, schlichtweg nicht akzeptabel ist in einem demokratischen Rechtsstaat. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, wenn Zehntausende von Menschen friedlich demonstrieren wollen, das vollkommen in Ordnung ist. Und man kann, was die EZB angeht, was die Politik in Europa angeht, durchaus geteilter Meinung sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Jedermann kann dazu aufrufen, zu demonstrieren. Jeder kann demonstrieren. Wenn denn dann aber Blockupy so eine Demonstration organisiert, dann sind sie auch mit dafür verantwortlich, wie die abläuft. Und dann sind natürlich auch diejenigen, die dazu aufgerufen haben, mit dafür verantwortlich, wie es abläuft. Deswegen kann man diesem Verein eigentlich nur noch empfehlen, sich aufzulösen. Aber im Ergebnis ist es so, dass dort demonstriert worden ist gegen eine Politik, gegen die man demonstrieren kann. Aber man muss auch dazu sagen, dass die EZB vielleicht der falsche Buhmann ist. Und vielleicht kann man ja auch mal kurz auf die Sachebene da abrücken. Es ist so, dass die Zinsen im Euroraum auf einem historischen Tiefstand sind. Die Renditen für Staatsanleihen der Eurostaaten sind wieder gesunken. Das kann man differenziert bewerten, aber eins ist klar. Der Spardruck in den Krisenländern wäre noch viel höher gewesen, wenn die EZB nicht für niedrige Zinsen gesorgt hätte. Länder wie Portugal, Spanien, Italien und auch Griechenland hätten viel mehr in ihren Haushalten einsparen müssen. Die Sozialleistungen wären deutlich mehr unter Druck gekommen, wenn die Zinsen nicht so niedrig sind. Wir Deutsche haben es immer gewollt, dass die Europäische Zentralbank so ist, wie sie ist. Eine starke Zentralbank nach dem Vorbild der Bundesbank, politisch unabhängig und mit dem klaren Auftrag, für Preisstabilität zu sorgen und die Inflationsrate niedrig zu halten. Das waren die Bedingungen, unter denen wir alle angetreten sind. Das wollen wir. Und wenn man eine europäische
Zentralbank haben möchte, die unabhängig ist, dann muss man auch damit leben, dass sie unabhängige Entscheidungen trifft. Die können einem gefallen oder eben auch nicht. Dagegen kann man auch gerne demonstrieren, aber eben nicht so. Und das muss man, glaube ich, unterscheiden. Da ist ein Hauch geistige Trennschärfe gefragt. Das, was da vormittags stattgefunden hat, die Gewalt, die stattgefunden hat, die unakzeptable, das, was da auch mit Unterstützung von Blockupy und den Linken gelaufen ist, das geht alles nicht. Das wissen wir, das haben wir alle mitgekriegt, das ist klar. Das andere dagegen demonstrieren, das ist in Ordnung. Jeder hat mal irgendwann irgendwas gegen irgendwas demonstriert. Meine erste Demonstration war gegen die Scientologen, die sich in Hamburg breit gemacht haben. War eine gute Geschichte, kann man immer machen, lohnt sich. Trotzdem ist es so, dass die Europäische Zentralbank und die Europäische Zentralbank einen Auftrag hat. Und jetzt gegen die Europäische Zentralbank zu demonstrieren, wenn man gegen die herrschende Europapolitik vorgehen will, ist ernsthaft absurd. Da gibt es ganz andere. Man könnte sich zum Beispiel mal mit der Politik in den Krisenländern selber auseinandersetzen. Wie ist es zu der Immobilienblase denn in Spanien gekommen? Warum sind die Zustände in Griechenland so? Was haben denn in den letzten 20 Jahren die griechischen Regierungen veranstaltet? Was haben sie gemacht, als sie im Euro waren? Wie ist es zu der Verschuldung gekommen? Das ist doch nicht Schuld der Europäischen Zentralbank oder der Troika, sondern wir sind hier und wir im Deutschen Bundestag diskutieren hier und wir helfen, damit die Folgen dieser Politik denn dann auch geheilt werden können. Wir helfen solidarisch den anderen Staaten in Europa. Und wenn man anderer Meinung ist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber das, was die Linke hier abzieht, was Blockupy abgezogen hat, was da gestern gelaufen ist, Gewalt gegen Polizisten, Sanitäter, THW und andere, brennende Polizeiwagen in Frankfurt, das geht nicht. Und solche Vollpfosten gehören nicht auf die Straße, die gehören vor Gericht. Vielen Dank. Die Rede von Johannes Kahrs war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Irene Mihalic für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Sprecherin für innere Sicherheit ihrer Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns alle macht es natürlich fassungslos, dass Menschen, die von sich behaupten, sich für eine bessere Welt einzusetzen, den simplen und stumpfen Weg der Gewalt gehen. Denn das, was am Ende bleibt, das konnten wir eindrucksvoll sehen. Das sind brennende Einsatzfahrzeuge, zerstörte öffentliche Einrichtungen, viele, viele verletzte Menschen in Zivil und in Uniform. Das ist nicht die Welt, für die wir uns einsetzen. Denn in so einer Welt möchte ich nicht leben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unerträglich ist für mich auch der Zynismus, der zum Teil auf Seiten der Veranstalter geäußert wurde. Man habe das anders geplant. Man sei entsetzt und bestürzt. Und jetzt kommt das große Aber. Man habe auch Verständnis für die Wut und für die Empörung. Und viele Leute hätten den Polizeieinsatz eben als Provokation und als Herausforderung begriffen. Ja, Entschuldigung, aber jemandem, der sich so erklärt, kann ich das Bedauern nicht abnehmen. Und dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, den Aufruf von Blockupy mit unterschrieben haben, ich finde, das zeigt einfach noch mal sehr eindrucksvoll, welches Verhältnis Sie zu Europa haben. Die Europäische Union als größtes Friedens- und Freiheitsprojekt der letzten 70 Jahre hat sicherlich ganz viele Fehler. Da sind wir uns ja auch in Teilen einig. Sie aber als autoritäres Regime und Deutschland als Herz der Bestie zu bezeichnen, wie in diesem Aufruf, geht gar nicht. Und was haben denn bitte die Einsatzkräfte mit der Europäischen Zentralbank und der Austeritätspolitik zu tun? Sie sind nicht die Wachhunde des Finanzkapitalismus, sondern sie sind Teil unserer Gesellschaft. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schützen Menschen, Sachen und Grundrechte wie das hohe Gut der Versammlungsfreiheit. Und ihnen gilt unser Dank und unser Respekt, dass sie sich dafür einsetzen. Denn wer die Polizei zur Projektionsfläche seines Hasses macht, bricht dem Finanzmarktkapitalismus im Übrigen nicht den geringsten Zacken aus der Krone, trägt aber zerstörerische Gewalt mitten in diese Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich
Natürlich müssen wir uns auch genau ansehen, wie der Polizeieinsatz gelaufen ist, ob das Einsatzkonzept das richtige war, ob es auch Fehlverhalten auf Seiten der Beamten gegeben hat. Diese Nachbereitung wird stattfinden. Und wir müssen auch die Debatte über Ausstattung und Personal bei der Polizei führen, und das auch nicht erst seit gestern. Aber heute geht es darum, scharf und unmissverständlich die gewaltsamen Ausschreitungen in Frankfurt zu thematisieren. Und die richtige Botschaft, die eigentlich von diesen Protesten ausgehen sollte, die ist dabei völlig untergegangen. Und das tut mir in der Seele weh. Denn wir brauchen eine friedliche Bewegung, die auch den Mut hat, die verheerende Sparpolitik in Europa scharf zu kritisieren, die immer wieder daran erinnert, dass jedes Wirtschaftssystem sich daran messen muss, ob es den Menschen nützt und nicht umgekehrt. Eine Bewegung, die dringend darauf pocht, dass in einer Demokratie nicht nur Machthaber, sondern vor allem politische Inhalte wählbar bleiben müssen. Weder Banken noch Sparzwänge sind der Souverän, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger. Und damit muss sich eben auch diese Bundesregierung auseinandersetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diesen wichtigen Zielen wurde aber durch die gewalttätigen Ausschreitungen gestern ein Bärendienst erwiesen. Und die Sprecher von Blockupy sollten sich daher nicht nur in lauen Worten von der Gewalt distanzieren, sondern vor allem wirksam dafür sorgen, dass eben solche Gruppen, die Gewalt als legitimes Mittel des Protestes ansehen, nicht Teil eines solchen Bündnisses werden können. Hier muss ganz klar differenziert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Differenzierung müssen wir einfordern. Und die kann man auch, ich finde, diese Differenzierung kann man aber auch von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU, erwarten. Denn ich kann mich auch noch sehr, sehr gut, es ist noch nicht so lange her, an die Hogesa-Debatte erinnern, die wir ja alle im Innenausschuss geführt haben. Ja, da konnten Sie ja gar nicht genug differenzieren. Sie konnten ja nicht genug differenzieren zwischen den ehrbaren Bürgerinnen und Bürgern, die ja nur Angst vor Salafismus haben, und den aus ihrer Sicht einigen wenigen gewaltbereiten Hooligans und den wenigen Neonazis, die da unterwegs waren. Und was tun Sie jetzt? Und was tun Sie jetzt? Jetzt versuchen Sie, die gesamte Protestbewegung zu diskreditieren, den Deutschen Gewerkschaftsbund, ATTAC, die demokratischen Parteien, die alle in Frankfurt waren. Für Sie sind das jetzt offenbar alles gewaltbereiter Chaoten, die das Versammlungsrecht missbrauchen. Ja, das erzählen Sie mal den tausenden Demonstrantinnen und Demonstranten, die gestern vollkommen friedlich am Frankfurter Römer an der Kundgebung teilgenommen haben. Da kann ich nur sagen, ganz dünnes Eis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, das staatliche Gewaltmonopol, und da komme ich auf den Polizeieinsatz zu sprechen, ja? Das staatliche Gewaltmonopol ist eine wichtige Errungenschaft im demokratischen Rechtsstaat. Und deswegen können Gewalt und mutwillige Zerstörung von Sachen auch nie ein legitimes Mittel von politischen Auseinandersetzungen sein. Vielen Dank. Soweit Irene Mihalic für Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist Stefan Mayer für die CDU-CSU. Herr Mayer ist innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, wir von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind entsetzt über das Ausmaß der Gewalt und insbesondere über den hohen Grad an Professionalität und der hohen kriminellen Energie, die wir gestern anlässlich der Eröffnung des Neubaus der EZB in Frankfurt am Main erlebt haben. Mittlerweile wird das Ausmaß dieser Gewaltexzesse immer deutlicher. Es gab schon weit vor dem gestrigen Tag im Raum Frankfurt eine deutliche Zunahme an Straftaten, die offensichtlich im Zusammenhang mit den Blockupy-Protesten standen, wie etwa eine Brandstiftung mit einem erheblichen Sachschaden. Es stimmt also nicht, wie manche behaupten, dass sich diese Ausschreitungen gestern aus Zufall oder aus der Laune heraus entwickelt haben, sondern sie waren von langer Hand langfristig geplant. Kollege Bereits Mayer, seit gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Leidig? Selbstverständlich, sehr gerne. Kollege Mayer, ich möchte Sie fragen, warum dieser aus meiner Sicht auch völlig inakzeptable Einsatz von Gewalt und Zerstörung, diese Randale, aus Ihrer Sicht eine so viel größere Bedeutung hat als andere vergleichbare Ereignisse. Ich komme deshalb drauf, weil ich gestern neben Polizeibeamten stand und der eine zum anderen sagte,
Das ist ja eigentlich gar nichts gegen die Hooligans in Berlin. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Habe jetzt aber in der Zeitung, also in Google nachgeschaut und vor 3 Tagen gab es wohl in Berlin bei einem regionalen Fußballspiel mächtige Randale, bei der 143 Polizeibeamte teils schwer verletzt worden sind. Und ich verstehe einfach nicht, warum das, diese Gewalt gegen Polizisten hier überhaupt keine Rolle spielt und warum sie die Gewalt gegen Polizisten, die in Frankfurt stattgefunden hat, die ich genauso ablehne wie Sie, hier sozusagen zum Politikum machen. Das ist mir nicht klar. Sehr verehrte Frau Kollegin Neidig, ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir die Gewalt gegen Polizeibeamte an anderer Stelle relativieren. In keiner Frage. Die CDU-CSU, glaube ich, ist die einzige Fraktion, die vollumfänglich sich klar gegen jegliche Gewalt, gegen jegliche Polizeibeamte überall ausspricht und dies in aller Deutlichkeit verurteilt. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen, dass hier die eine oder andere gegen Gewalttat gegen Polizeibeamte relativiert wird oder eher für akzeptabel empfunden wird und befunden wird als die Gewalttaten, die gestern stattgefunden haben. Wir sind eine wehrhafte Demokratie und ich möchte Ihnen, sehr verehrte Frau Kollegin, Sie waren ja wahrscheinlich gestern auch parlamentarische Beobachterin, ich weiß gar nicht, das ist ein neuer Terminus technicus, der offenbar auch Eingang finden sollte in unsere Geschäftsordnung. Ich möchte Sie schon fragen, wie Sie überhaupt darauf kommen, dass wir in irgendeiner Weise Gewalt gegen Polizeibeamte relativieren. Das eine ist nicht besser als das andere und ich darf da bei der Gelegenheit auch Ihnen, werte Kollegin Michalitsch, auch klar sagen, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass bei der Befassung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit den Hogesa-Krawallen ein Vertreter der Unionsfraktion hier zur Differenzierung aufgerufen hat. Das trifft einfach nicht zu, Frau Kollegin Michalitsch, in keiner Weise. Wir haben deutlich gemacht, Sie wechseln vielleicht hier Hogesa mit Pegida, ist meine Mutmaßung. Bei Pegida haben sehr wohl auch immer wieder Unionskollegen zu Recht darauf hingewiesen, dass man differenzieren muss. Aber um das nochmal klar zu machen, was Hogesa in Köln veranstaltet war, das war brutale Gewalt, das war in keiner Weise in Einklang mit unserem Rechtsstaat, das war eine Verrohung ungeahnten Ausmaßes und das ist in vollem Umfang, und da gibt es in keiner Weise irgendetwas zu relativieren, in vollem Umfang zu verurteilen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zu den gestrigen Ausschreitungen. Es gab die Bildung von Barrikaden, es sind zahlreiche Mülltonnen, Autoreifen in Brand gesetzt worden, es sind insgesamt 150 Polizeibeamte verletzt worden, 2 davon schwer, die nach wie vor dienstunfähig sind. Es sind insgesamt 65 Polizeifahrzeuge beschädigt worden, 7 davon in Brand gesetzt worden. Es kam zu den Beschädigungen von zahlreichen Ausrüstungsgegenständen und weiteren Einsatzmitteln. Also es gibt einen immensen Sachschaden, der zu verzeichnen ist. In der Dunkelheit wurden dann auch noch die Piloten eines Polizeihubschraubers mit Laserpointern attackiert. Es kamen auch viele weitere Rettungskräfte, Feuerwehrmitarbeiter, aber auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks im Bedrängnis. Es gab viele Unbeteiligte, die schwer verunsichert waren, die bespuckt wurden, die beleidigt wurden. Es kam bei den Polizeibeamten zu zahlreichen Schnittverletzungen, Knöchelverletzungen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das, was gestern sich in Frankfurt ereignet hat, ist beschämend für unsere Demokratie. Das ist auch eines modernen Rechtsstaates wie Deutschland nicht würdig. Und es gilt hier in ganz deutlicher und unumschränkter Art und Weise klarzumachen, wir lassen dies mit uns nicht machen. Wir lassen hier auch diese Verrohung und diese zunehmende Brutalität der Gewalt nicht zu. Und dem gilt es auch deutlich Einhalt zu gebieten. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist das gute Recht von jedermann nach unserem Grundgesetz, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Natürlich ist das Versammlungs- und Demonstrationsrecht ein zentrales Grundrecht in unserer Demokratie. Aber wenn wir uns die Bilder von gestern in Frankfurt vor Augen führen, dann stellt sich schon die Frage, ob das noch mit den Vorstellungen in Einklang zu bringen ist, die die Gründungsväter unseres Grundgesetzes mit dem Grundrecht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit hatten. Und wir erkennen auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass dies gestern bedauerlicherweise kein Einzelfall war. Es gibt eine zunehmende Verrohung und eine zunehmende Brutalität, insbesondere in der Auseinandersetzung mit Polizeibeamten. Gestern in Frankfurt
häufiger aber auch hier in Berlin und andernorts in Deutschland. Und wir sehen, dass dies auch in keiner Weise zu relativieren ist und zu erklären ist mit berechtigter Kritik an der EZB, Herr Kollege Kaas, die man durchaus vornehmen kann. Nur ich warne davor, um dies auch klar dazu zu sagen, dass man mit einer zu starken Strapazierung dieser durchaus ja, möglichen Kritik an der EZB oder auch, wie Kollegin Kipping, mit dem zu rechten oder dem deutlichen und auch berechtigten Hinweis darauf, dass es soziale Missstände in Südeuropa gibt, diese Gewalttaten und diese Gewaltexzesse, die gestern stattgefunden haben, relativiert. Und dem gilt es auch deutlich entgegenzutreten. Und ich darf hier an der Stelle auch den Sprecher der Blockupy-Bewegung von gestern, den Henrik Wester, zitieren, der gesagt hat, man muss auch feststellen, dass offensichtlich das Bürgerkriegsszenario, was die Polizei da aufgemacht hat, von vielen Leuten als Herausforderung und Provokation empfunden wurde. Zitat Ende. Also darin besteht doch die große Gefahr, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dass diese Gewaltexzesse, diese Brutalität, dieser Krawalltourismus, der mittlerweile stattfindet, erklärt wird, relativiert wird und durchaus auch für verständlich erachtet wird durch berechtigte Kritik an anderen Umständen. Und dem gilt es auch deutlich, auch als gesellschaftlichem Phänomen in Deutschland entgegenzutreten. Was wir nämlich schon auch in Deutschland feststellen, dass insbesondere die Akzeptanz von Polizeibeamten bedauerlicherweise abnimmt, dass die Aggression gegenüber Polizeibeamten zunimmt und auch der Respekt und die Anerkennung deutlich zurückgeht. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch in aller Deutlichkeit als Vertreter des deutschen Volkes aufgerufen, auch klarzumachen, dass Polizeibeamte, egal ob sie gestern in Frankfurt zum Einsatz kamen oder ob sie anderswo zum Einsatz kommen, Repräsentanten unseres Staates sind, Repräsentanten von uns allen sind. Und ich möchte an dieser Stelle allen Einsatzkräften, die gestern in Frankfurt waren, in aller Deutlichkeit auch namens der Unionsbundestagsfraktion danken für ihren Einsatz. Sie standen letzten Endes für uns. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Frage ist jetzt, wie wir mit diesen Erscheinungen von gestern umgehen und welche Rückschlüsse wir als Politik daraus ziehen. Zum einen Mal bin ich der festen Überzeugung, dass es neben einem klaren Bekenntnis zu den Polizeikräften, zu den sonstigen Rettungskräften, auch einer besseren Ausstattung unserer Polizeibeamtinnen und Beamten bedarf. Und ich bin der Bundesregierung sehr dankbar, dass sie gestern im Bundeskabinett auf Betreiben unseres Bundesinnenministers und des Bundesfinanzministers ein Eckwertepapier verabschiedet hat mit dem Ergebnis, dass es in den nächsten 4 Jahren einen deutlichen Aufwuchs bei den Mitteln für die Ausstattung unserer Sicherheitskräfte auf Bundesebene geben wird. Insgesamt 328 Millionen Euro, davon 200 Millionen Euro für eine bessere Sachausstattung, für eine bessere persönliche Schutzausstattung, für Sicherheits-, für Schutzwesten, aber auch für darüber hinausgehende, eine bessere Ausstattung der Polizeiwagen. Dies ist ein klares und ein deutliches und ein erfreuliches Signal der Bundesregierung, für das wir sehr dankbar sind. Aber wir müssen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, uns, glaube ich, auch Gedanken machen, wo wir gesetzgeberisch auch nachbessern müssen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch einer Evaluierung der Straftatbestände des Widerstands gegen Polizeibeamte und sonstiger Rettungskräfte bedarf. Der Strafrahmen allein ist da mit Sicherheit noch nicht das Entscheidende. Aber wir müssen, glaube ich, sowohl was den Strafrahmen anbelangt und auch was das Strafunwerturteil anbelangt, im Strafgesetzbuch deutlich machen, dass Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, dass Widerstand gegen Feuerwehrkräfte, gegen THW-Helfer keine Bagatelle ist, kein Kavaliersdelikt ist, sondern mit der gesamten Härte des Strafrechts auch entsprechend zu ahnden ist. Und ich darf deshalb, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wirklich abschließen mit dem klaren Bekenntnis, dass es natürlich ein sehr hohes und schützenswertes Grundrecht in Deutschland ist, dass jedermann das Recht hat, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Aber für solche Gewaltexzesse, für eine derartige Verrohung der Brutalität, wie wir sie gestern in Frankfurt erlebt haben, haben wir als Antwort, als Rechtsstaat, nur die gesamte Härte des Rechtsstaats. Dafür, glaube ich, sollten wir uns auch als Deutscher Bundestag in aller Deutlichkeit aussprechen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Stefan Mayer war das, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Nach ihm jetzt Burkhard Lischka. Auch er ist innenpolitischer Sprecher, nämlich der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, bunt und laut sollten die Proteste
gestern in Frankfurt sein. Und das sage ich auch bewusst am Anfang. Ja, wir können stolz in einer Demokratie sein, wenn sich Menschen einmischen wollen. Und zwar auch bunt und laut, wenn sie sich engagieren, wenn sie auf die Straße gehen für ihre Anliegen. Die Demokratie ist dabei übrigens die einzige Staatsform, in der man auf den Staat und seine Institutionen auch schimpfen darf. Und es zeichnet eben eine Demokratie aus, dass sie sich auch beschimpfen lässt. Und harte Kritik an Banken ist auch nichts Unanständiges. All das ist selbstverständlich. Genauso selbstverständlich ist aber auch, dass eine Demokratie nur in einem Wettbewerb der Argumente funktionieren kann. Dass man in der Sache hart, aber friedlich sich auseinandersetzt. Wer diese Grundlagen missachtet, zerstört die Grundlage einer freien Gesellschaft. Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele und demokratischer Diskurs schließen sich aus. Wer deshalb wahllos Müllcontainer und Autos anzündet und auf Polizisten einprügelt, nur weil sie Polizisten sind, verrät die Demokratie. Er verachtet sie. Er ist kein Demokrat, sondern er ist ein Krimineller. Und deshalb diejenigen Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, die gestern ihren Kopf hingehalten haben, haben wahrlich nicht nur ihren Job getan. Sie haben uns alle und unsere Werte verteidigt, und dafür verdienen sie unseren Dank. Jetzt, meine Damen und Herren, geht es zunächst einmal darum, gegen die gestrigen Gewalttäter entschieden vorzugehen. Das ist die Aufgabe von Polizei und Justiz. Helmut Schmidt, unser Altkanzler, wurde einmal gefragt, was er einem zornigen jungen Mann sagen würde, der mit einem Pflasterstein in der Hand vor ihm stünde. Nichts, hat er gesagt, so einer gehöre erst mal hinter Schloss und Riegel. Recht hat er, unser Altkanzler. Nun ist das entschiedene Vorgehen unseres Rechtsstaates das eine. Und unsere Gesetze, um mit Situationen wie gestern umzugehen, sind dabei wirksam genug. Genauso wichtig ist es aber auch, dass nach solchen Ereignissen alle, und ich sage alle, Demokraten zusammenstehen und sagen, es reicht. Rasende Gewaltlust gehört nicht in unsere freiheitliche Gesellschaft. Und das wirft in der Tat heute, am Tag danach, noch viele Fragen auf. Wenn einige Demonstrationsveranstalter auch heute noch von einer so wörtlich großartigen Mobilisierung sprechen, dann ist das entlarvend, meine Damen und Herren. Und Frau Hensel, Ihr Vergleich der Verwüstungen in Frankfurt mit dem Freiheitskampf in Kiew ist angesprochen worden. Sie hatten heute die Chance, sich davon zu distanzieren. Sie haben diese Chance vertan, und das finde ich unwürdig und beschämend. Und als Demokrat sage ich Ihnen auch, das, was Sie auch heute gesagt haben, finde ich vollkommen inakzeptabel. Und schließlich sage ich auch all denen, die gestern friedlich, bunt und laut im weltoffenen Frankfurt demonstrieren wollten, ich achte eure Anliegen, auch wenn ich nicht jedes Anliegen teile. Aber auch ihr habt eine Verantwortung dafür, genau hinzugucken, dass ihr euch nicht vor den Karren von Brandstiftern spannen lässt. Denn diese Brandstifter von gestern, die haben eurem Anliegen einen Bärendienst erwiesen. Herzlichen Dank. Die Rede von Burkhard Lischka war das, meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Debatte des Bundestages zu den gestrigen Vorkommnissen in Frankfurt während und anlässlich der Einweihung der neuen EZB-Zentrale